Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute starten wir also mal eine neue Karriere rein. Und da gehen wir natürlich auch hier wieder nach Deutschland. In die Fußball-Bundesliga rein. Und ich habe mir heute so ein bisschen zum Ziel gemacht, dass wir aktuell den VfB Stuttgart, wo es momentan nicht mehr so gut läuft, wieder ja, nach vorne zu bringen. Und somit würde ich sagen, starten wir rein in die neue Karriere mit dem VfB. MK7 wird sich auf jeden Fall freuen. Und 7,3 Millionen haben wir erstmal. Okay, erstes Spiel ist gegen Schalke. Dann schauen wir uns erstmal den Kader an, welche Spieler wir möglicherweise noch verkaufen könnten. Im Angriff haben wir Mario Gomez, Gonzalez, Akolo, Donis, Esswein und Dayaku. Und ja, Dayaku könnten wir eigentlich gleich mal verkaufen. Hat nur eine 59er Gesamtstärke. Und dann hier im Mittelfeld sieht es ähnlich aus. Unser Kader ist noch ziemlich klein, aber auch hier können wir Kopacz zum Beispiel auf die Transferliste setzen. Hat auch nur eine 60er Gesamtstärke. Dann in der Abwehr. Ja, sieht es auch noch nicht so gut aus. Könnten wir Kabak verkaufen, unter anderem. Der auch nur eine 61er Gesamtstärke hat. Aidonis ist ja auch erst 17, den wollen wir auch so ein bisschen dann trainieren, aber erstmal könnten wir auch schauen, ob es noch irgendwelche interessanten Spieler gäbe. Für die 7,3 Millionen will ich einfach mal sagen, Josh Sargent ist auch von Werder Bremen. Vor allem für den Sturm ist es eine ganz gute Verstärkung erstmal. Das ist erstmal unser erster Neuzugang. Weil 1,2 Millionen, da können wir nicht wirklich was reißen. Erstmal unsere Aufstellung müssen wir erstmal machen. Das ist natürlich die Frage, wie wollen wir spielen, in welcher Formation. Ich würde ganz ehrlich wieder auf das 4-3-3 gehen. Das hat sich bei uns so ein bisschen bewährt. Dann hier natürlich die bestmögliche Aufstellung auswählen. Dann hier natürlich auch eine Abwehr. Und auch im Tor. Also bisher wäre das jetzt so unsere ja, erste Elf erstmal. Sieht ganz ordentlich aus. Aber klar gibt es noch Spieler, die man hier deutlich verbessern könnte. Ganz klar. Dann mal schauen, wen wir so noch auf die Bank setzen. Natürlich Karl, unser zweiter Torhüter, auch wenn wir, ja, wir sind bei den Torhütern auch nicht so gut aufgestellt, da bräuchte man vielleicht auch noch einen. Das wäre noch so eine Option, auch in der Abwehr. Bräuchten wir auch noch Verstärkungen. Wie eigentlich auf jeder Position. Das hier erstmal so unsere, ja, Aufstellung für das Spiel gegen Schalke. Ja, man sieht schon, wir müssen da noch einiges machen. Auf jeden Fall. Auch erstmal die Spezialisten wählen. Kommen es dann natürlich auch mitmachen. Dann Freistöße. Das ist schwierig immer. Da den richtigen zu benennen. Auf jeden Fall sieht es momentan noch ordentlich aus. Tabelle gibt es anscheinend noch nicht. Heißt erstmal, die Saison geht erst los. Gegen Schalke ist das erste Spiel. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ja, auf Spieltagsübersicht, der Schalke ist der erste Gegner, dann Hoffenheim und Bayern. Das wird
Schwierig. Das wird schwierig. Schwieriger Start dann auch Bremen, Wolfsburg und Gladbach kommen dann. Ja, die ersten 6, 7 Spieltage werden anstrengend, ganz klar. Aber dann kommt wieder so eine Phase, wo wir wirklich Punkte holen können mit Hannover, Düsseldorf und Mainz. Also erstmal, mein Ziel ist es auf jeden Fall, den VfB Stuttgart in ja, dieser Karriere auf jeden Fall ein bisschen weiter hochzubringen. Am besten natürlich nach Europa in der Saison. Also Ziel ist auf jeden Fall stabiler Mittelfeldplatz. Jetzt brauchen wir nur noch eine Nummer für Sarge und die bekommt einfach mal die Nummer 15 von Werder Bremen, der aktuell auch einiges an Spielzeit bekommt bei Bremen. Auch 18 Jahre, er ist noch ziemlich jung. Ihr wisst ja auch, ich bin immer so ein kleiner Fan von jungen Spielern. Also ich lasse eher junge Spieler ran und versuche dann die Älteren zu verkaufen. Man sieht auch schon, wir haben einfach aktuell noch einen großen Kader. Da müssten wir eigentlich auch noch ein paar Spieler auf die Transferliste setzen, ganz klar. Könnten wir zum Beispiel mit Auge auch machen. Ist halt auch schon 32. Und Abwehrspieler haben wir viele, aber der nächste Schritt wäre noch, einen besseren Keeper auf jeden Fall zu holen. Weil das zweite Torwart ist Karl mit der 63 einfach, ja, für die Ansprüche einfach nicht gut genug. Zieler als erster Keeper für eine 77 ist in Ordnung. Ganz klar. Aber ja, zweiter Torhüter ist auf jeden Fall auch noch Pflicht. Und somit würde ich sagen, war es das dann heute auch schon wieder mit der ersten Folge dieser Karriere mit dem VfB Stuttgart. Also dann bis zum nächsten Mal und ciao.